Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein neues Thema bezüglich Xcode und iOS. Und zwar wollen wir uns heute darum kümmern, wie wir Delegate-Methoden oder Data-Source-Methoden auslagern können. Wir kennen das ja zum Beispiel vom Table View. Da haben wir viele Delegate-Methoden und auch Data-Source-Klamotten und da ist es manchmal der Fall, dass der Table View Controller dann doch schon ziemlich überladen wirkt mit den ganzen Methoden. Und da wollen wir heute mal schauen, wie wir das Ganze ein bisschen auslagern können, sodass der Table View Controller im Endeffekt dann auch ein bisschen aufgeräumter aussieht. Dazu starten wir ein neues Projekt, nehmen die Single View Application und nennen das Ganze Outsourcing. Next Create. Und wir gehen als erstes in unser Storyboard und dann mache ich das Ganze mal ein bisschen größer. Und dann ziehen wir uns einen Table View Controller ins Storyboard und den Starting Point verändern wir direkt. Dann löschen wir den View Controller und die dazugehörige Coco Touch Class. Die löschen wir auch. Move to Trash. Und dann sollten wir uns auch direkt eine Klasse erstellen für unseren Table View Controller. New File, Coco Touch Class, Next. Und Table View Controller können wir das Ganze nennen. Darauf achten, dass wir auch von UI Table View Controller ableiten. Und dann sagen wir Next und Create. So, jetzt haben wir hier unsere ganzen Methoden, wie wir sehen. Number of Sections und Number of Rows in Section. Und die sind ja standardmäßig hier drin im Template. Und wir wollen mal gucken, wie wir die so ein bisschen auslagern können. Dazu müssen wir ein paar Vorbereitungen treffen. Und zwar gehen wir nochmal in unser Storyboard, auf unseren Table View Controller und dann schauen wir mal, dass wir ihm hier die Klasse zuweisen, die wir gerade erstellt haben. Dann noch schnell einen Blick auf unsere Table View und in den Connections Inspector und da werden wir sehen, dass Delegate und die Data Source sind verbunden mit unserem Table View Controller. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja auslagern. Die Methoden wollen wir auslagern, deswegen müssen wir das hier rauslöschen. Und erstellen uns dann direkt eine neue File. Coco Touch Class und die können wir ruhig nennen Protokolls oder Protokoll Class. Und dann müssen wir hier darauf achten, dass die vom Typ UI Table View sozusagen ist. Genau. Dann sagen wir Next und Create. So, jetzt haben wir diese File und da kommt jetzt praktisch alles rein, was zum Delegate oder zur Data Source gehört. Und deswegen können wir hier hergehen und sagen, oder beziehungsweise wir können erstmal hier das rauslöschen. Das brauchen wir hier nicht. Und dann können wir sagen, wir haben unser Delegate nicht hier. TableView.delegate, da kennt ihr es wahrscheinlich, dass man hier sagen würde self. Und wir haben jetzt nicht hier self, wir wollen es ja auslagern. Und zwar haben wir das in unserer Protokoll-Class. So, und dazu müssen wir uns eine Instanz unserer Klasse anlegen. Zum Beispiel Protokoll nenne ich das jetzt mal hier. Oder das geht nicht, Protokolls. So. Und dann erstellen wir ein Objekt dieser Klasse. Nein, nicht der Klasse Table View Controller, sondern der Klasse Protokoll natürlich. So, und dann weisen wir dieses. Ja, ich hätte es jetzt gerne Protokoll genannt. Aber gut, lassen wir das mal so. Dann weisen wir dieses Objekt dem Delegate zu. Und das gleiche Objekt
weisen wir der Data Source zu. Und dann kriegen wir einen Fehler. Und was sagt er? Protocol cannot be constructed because it has no accessible initializers. Und dann haben wir hier noch ein Problem. Genau. Er will es jetzt hier als UI Table View Delegate kennzeichnen. Und hier will er unser Objekt als UITableViewDataSource casten. Weil er sagt, in dieser Klasse habe ich ja gar keinen Referenzbezug und ich weiß gar nicht, und diese Klasse entspricht ja auch eigentlich gar nicht dem Protokoll, beziehungsweise entspricht gar nicht dem DataSource-Protokoll oder dem Delegate-Protokoll. Und damit das so ist, müssen wir es einfach hier hinzufügen. UIDataSource und UI-Delegate, UI-Table-View-Delegate. Und jetzt wird er auch wieder meckern und sagen, das Protokoll passt gar nicht zur Klasse UI-Table-View-Data-Source. Und er beschwert sich nur über die Data-Source, aber nicht über das Delegate. Und das liegt daran, dass die Data-Source zwei Methoden hat, die required sind. Und ich glaube, das müsste auch hier irgendwo stehen. Data Source. Und irgendwo in der Dokumentation steht auch, dass zwei Methoden required sind. Und die Methoden, die required sind, das ist einmal Number of Rows and Sections, deswegen können wir das hinzufügen. Table View. Und dann müssen wir uns hier Number of Rows and Sections raussuchen. Number of Rows and Section. Und dann haben wir einmal die Methode SelfRowAtIndexPass, die ist auch noch Pflicht. Und wenn wir diese beiden einbinden, SelfRowAtIndexPass, dann wird auch die Fehlermeldung verschwinden. Und weg ist sie. Also immer daran denken, die Required-Methoden, die müssen zwangsläufig eingebunden sein. So, jetzt kann ich hier mal einfach statisch einen Wert eintragen, zum Beispiel 3. Und für unseren Cell for Row at Index Pass, da müssen wir unsere Zelle quasi sozusagen erstellen. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir hier sagen let cell. Das ist gleich unsere Table View DQ Reusable Cell with Identifier. Den müssen wir übrigens gleich noch bestimmen. Den nennen wir jetzt mal Cell. Und dann for Index Pass, das ist unser Index Pass. So, dann können wir auch schon sagen Cell. .textLabel.text gleich Test. Und am Ende müssen wir noch sagen Return Cell. So, damit hätten wir das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir noch in unser Storyboard kurz nochmal zurückgehen auf unsere Table View und dann müssen wir. Nein, das stimmt gar nicht, auf unsere Table View Cell. Und dann sagen wir hier bei Reuse Identifier, sagen wir Cell. Und jetzt haben wir immer noch ein Problem. Eine Warning. Was never. Aha, okay. Das können wir auch in Let umbenennen. Gut, dann ist er hier auch zufrieden. Und jetzt können wir tatsächlich die ganzen Methoden, die hier im Prinzip sind, alle komplett rauslöschen, bis auf die letzte Klammer. So, und wenn nichts schiefgelaufen ist, dann sollte das eigentlich auch schon funktionieren. Führen wir das Ganze mal aus.
Dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Build succeeded, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, und wir sehen, wir haben eine Table View, aber wir haben keinen Text, der dort erscheint. Und das hat einen bestimmten Grund. Wir müssen nochmal zurück in unseren Table View Controller und stellen fest, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir dürfen diese Property hier nicht innerhalb der ViewDidLoad Methode definieren, sondern wir müssen das außerhalb machen. ViewDidLoad wird nur einmal geladen und wenn unser Delegate sich aktualisiert, dann wird unser ViewDidLoad aber nicht nochmal ausgeführt und deswegen sehen wir da nichts. So, dann führen wir das Ganze nochmal aus. Und jetzt sehen wir, dass wir wirklich unseren Inhalt und auch unsere Tabelle hier haben, mit der ich dann auch ganz normal arbeiten könnte. Und ich kann jetzt natürlich auch hingehen und in dieser Klasse hier noch weitere Methoden einfügen, wie ich will zum Beispiel. Das heißt, wir können hier noch sagen, Title for Header oder Title for Footer oder DidSelectRow at IndexPath und was es nicht noch so alles gibt und können das hier jetzt beliebig erweitern und haben praktisch unseren TableView-Controller ja, sehr sauber und übersichtlich. Und ja, wie immer haben wir auch, brauchen wir da auch nur wenig Code zu schreiben. Das kennt ihr ja schon von meinen Tutorials, dass ich Videos mache oder Tutorials mache, womit ihr, bei denen ihr mit ziemlich wenig Code sehr weit kommt. Das hier in dem Tailview-Controller sind jetzt gerade mal zwei Zeilen, wenn man so will. Und naja gut, in der Protokoll-Class, da kann man dann ganz einfach schnell über die Code-Completion auch dann die entsprechenden Tailview-Methoden einbinden. Und das ist eigentlich eine super Sache, ohne wenig Aufwand und hat aber einen großen Nutzen, wie ich finde. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und würde mich über Lob und Kritik gleichermaßen freuen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, einfach ab in die Kommentare damit. Und ja, vielleicht können wir da auch so ein bisschen eine Diskussion aufbauen. Das wäre doch schon eine ganz gute Sache. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.